Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir haben im letzten Part... Wenn du Munition oder Waffenmod suchst, kann der Proktor Tegan vielleicht weiterhelfen. Dankeschön. Im letzten Part haben wir, ja, einen Typen verfolgt. Den besten, ehemaligen besten Freund von Lucia. Und, der hat ein kleines, wie soll man sagen... moralisches Problem, kann man das so sagen, denn der war bei einem Einsatz dabei, wo die Bruderschaft haufenweise Ghule das Lebenslicht ausgeblasen haben, und das hat ihn so geprägt, dass er einfach mal in sich gegangen ist und mal reflektiert hat, denn vor einiger Zeit haben es auch einen guten Bekannten von ihm, ich glaube sogar einen Freund von ihm, der ebenfalls schon ein Ghoul war, eher ein Gammler, aus seiner Sicht, niedergeschossen. Und da war er seitdem so fertig mit den Nerven, dass er beschlossen hat, eine Gruppe von Ghoulen durchzufüttern. Mit den Vorräten der Bruderschaft. Sehr schlau. Wirklich sehr schlau, weil das fällt buchhalterisch gar nicht auf. Nein, natürlich nicht. Sicher ist es aufgefallen. Und ja, jetzt mussten wir eben herausfinden, was hier schief läuft. Der Clark, der Gute, er hat ein gutes Herz, aber wieder mal ein bisschen falsch umgesetzt, das Ganze. Aber was soll er machen? Er war halt jetzt auch verzweifelt, aber das ist halt nicht gut, wenn man hier Vorräte stiehlt und sie an Ghule verfüttert. Vor allem werden sie nicht satt und sie gieren weiter nach Blut und Fleisch. Also umso roher, umso besser. Jedenfalls haben wir das Rest der Lösung gelöst und müssen jetzt Bericht erstatten. Die Frage ist nur, wo? Müssen wir es auf dem Schiff oben? Aber ich denke schon, ne? Captain Dingsbums, jawohl. Wir müssen rauf zum Schiffelein, zum Flugschiff, und müssen dort Bericht erstatten. Ja, für Clark schaut es wahrscheinlich nicht so gut aus. Wir haben ihn zwar überreden können, dass er sich stellt, dass es auf die positive Seite versucht. Vielleicht zeigen sie Gnade vor Recht, wenn er sich erklärt, warum er das getan hat. Im schlimmsten Fall tut er halt wie sie Deckschuppen vielleicht. Oder er wird rausgeschmissen aus dem Verein. Oder hingerichtet. Ich hoffe nicht, dass das wird. Naja, wir werden es wohl gleich erleben. Also, Servus. Hallo? Sergeant Gavil hat sich gemeldet. Anwärter Clark hat alles gestanden. Ich glaube, dafür müssen wir dir danken. Clark wurde festgenommen und ich habe ein Patrouillenteam losgeschickt, um die Ruinen zu sichern. Besser hätte es nicht laufen können. Hier sind einige Kronkorken für deine Dienste. Außerdem möchte ich dir eine Rüstung aus meiner persönlichen Sammlung geben. Trag sie mit Stolz, Ritter. Dankeschön. T60C, Torso des Exemplars. Toll. Um 10% reduzierte Aktionspunkte kosten im VATS. Oha, sehr nett. Danke. Aber wir haben schon unsere Geilo-Rüstung und deshalb, die werde ich auch nicht ablegen. Echo von 3 Sekunden. Wir sind hier fertig, habe ich das gerade richtig mitbekommen? Pflicht oder Schande? Das erfüllt sich sehr gut. Wieso gehe ich eigentlich? Bin ich überladen? Hör auf. Echt wahr? Ja, wegen dem Teil hier wahrscheinlich, ne? Die Steampacks würde ich gerne mitnehmen. Edda, du bist ja auch voll in Christbaum, ne? Wir sind ja noch nicht dazugekommen, oder? Na sicher, sie ist voll. Wir sind ja noch nicht dazugekommen, uns zu erleichtern. Das hört sich wieder komplett falsch an, ich weiß. Ich pack... Ich pack die mal weg. Immer noch zu schwer. Ich weiß. Was tun wir noch weg? Irgendwas ganz Schweres noch? Was hätten wir denn noch im Angebot? Am Besen? Ja, den kann er gern haben. Es gibt ja Stahl. Kann er auch haben. Und irgendwas Leichtes noch. So, jetzt passt er. Wir müssen ausklären gehen. Ich habe vergessen auszulernen. Ich bin so schlau. Ich habe es versprochen und habe schon wieder vergessen drauf. Ja. Ich muss nämlich dringend mal weg.
letztes Mal. Wir machen keinen Plan. Und dringendlich oft. Diese Sünds mit dem Plastikgesicht. Die finde ich echt gruselig. Ja. Ja, ich finde die auch gruselig. Ja. Deshalb machen wir jetzt einen kurzen Abstecher zu unserer lieben Vault. So. Dann müssen wir eigentlich auch ein Bild was bauen. Was ist das? Mit dem Skills Aquaboy und Aquagirl kannst du unter Wasser atmen. Was? Außerdem bekommst du beim Schwimmen keine Strahlung ab und bist unter Wasser für Feinde nicht zu entdecken. Oh. Oh. Oh, jo, jo. Das wäre gut. Das wäre schön. Ist das normal? Also, das dreht sich. Jetzt hat sie gerade ausgeschaut, als wenn das sich zusammenziehen wird. Ja, eine optische Täuschung, ne? Edda? Hey, ja, ne? Sicher. Du darfst mir alles geben. Einen Blick darauf. Sie rockt schon wieder. Aha. Weil irgendwann werden wir hier vielleicht nochmal, wenn nichts dazwischen kommt, eine Bausession machen. So, und bis dahin wird hier vorbildlichst Glumpert gesammelt. Muss nur kurz aufpassen. Die und die kommen da weg. So, jetzt haben wir es wieder. Das kommt weg, das kommt weg. Das. Das auch. Das, dies, jetzt, das. Den Torso haue ich da mal auch rein da. So. Auch die beiden. Dann haben wir den gesamten Schrott selbstverständlich. Dann die Hilfsmittelchen. So. Das kommt weg. Das und dieses und jenes auch. Das kommt auch weg. Das auch. Der Wurz. Der Mais. Bei uns heißt der Wurz. Kommt da weg. Königinnenfleisch kommt auf jeden Fall weg. Schü. Ja. Das Skorpionsfleisch, glaube ich, kommt auch weg. Vegto, das kommt auch weg. Na, nicht. Mein nervöser Finger schon wieder. Entschuldigung, ich hol's gleich zurück. Was? Rollen. Wo bist du denn? Da, her damit. So. Schaut ja schon besser aus. Da können wir eigentlich auch noch was weghauen. Also ins Lager. Das hier. Machen wir auch so. So. Passt. Jo, haben wir schon wieder ein bisschen was eingespart, ne? An Gewicht. Sehr gut. Tschüss. So. Nächste Quest. Wir sind hier nur kurz zu Besuch. Keine Sorge. Aha. So, was gehen wir als nächstes an? Bruderschaft ist pfui. Weit weg von zu Hause. Sprich mit Ellie. Das können wir mal machen. Die Detektei Valentine hat einen neuen Fall. Ich sollte mit Ellie darüber reden. Okay. Das können wir machen. Das hört sich mal was ganz Gescheites an. So. Also müssen wir uns wieder porten. Und zwar nach Diamond City. Jawohl. Moa. So. Wieder ein wunderschöner Ladebildschirm, wie wir ihn kennen und lieben. Ich mag das Grün, das ist so schön auffallend und leuchtend und warm und schön und ja, grün. Mhm. So, jawohl, geladen hat er. Brav. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Okay. Es gibt da was Neues, das heute. Ja, da gibt es wieder Klatsch und Tratsch. Wo mischen wir denn hin? Da. Da dahinter. Also da, genau. Da muss man hier lang laufen. Richtig, genau. Und da um die Kurve und so um die Ecke und dann hier hin. Und dann da rein. Mit Herz. Ach, das ist so ein schönes Schild. So, Sesam, öffne dich. Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Jupp, her damit. Wer ist der Kunde? Sarkastisch. Lass mal hören. Gerade weit, wenig Zeit. Beidseits, genau. Gerade wenig Zeit. Nein. Wer ist der Kunde? Wer ist unser Kunde? Ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano.
Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll, vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Oh je. Kenshi Nakawas? Nakano. Sarkastisch. Ich kümmere mich drum. Nicht jetzt. Kenshi Nakano. Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Na was denn, sag schon. Komm schon, Ellie, aus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagte was von einer Tochter und einem Funkgerät, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Sarkastisch. Ich kümmere mich drum. Nicht jetzt. Na, sicher. Wir kümmern uns drum. Ich kümmere mich drum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste. In einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Okay. Ey, die Waffe. Das ist so unpersönlich. So. Na, Edda, auf geht's, meine Mutter. Nichts wie raus hier. Mua. Jetzt geht's los. Yo, yo, yeah. Baram. Hallo, hallo, hallo. So, warte, können wir uns eigentlich schon porten? Bitte, wo sind die daheim? Wow. Ist es das schon? Nein. Der hat echt eine weite Reise hinter sich. Na toll. Das nächste, wo wir hin dürfen können, wäre hier. Außer wir machen da, rennen übers Wasser, holen uns den Punkt, dann den Punkt. Das können wir machen. Der Slog. Dann gehen wir mal zum Slog. Boah, ne? Jojo. Wir gehen nicht, wir reisen, Entschuldigung. Jojo. Viel zu tun wir haben. Aber bis nächstes Jahr März müssen wir fertig sein, meine Lieben. Ja, mit Fallout. Spätestens dann. Weil, laut meinen Infos ist es dann bald Zeit für die Gilde 3. Und auf das freue ich mich schon ganz, ganz narrisch auch. So. Wir müssen da entlang. Wieder richtig. Ja, das heißt, ein Stückchen weiter nach links. Ungefähr da. Bam, 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 bam. Dam, di, dam, di, da, ram, dam, dam, di, dam. Wenn du denkst, hier muss es echt mal schön ausgeschaut haben, ne? Damals, als alles noch funktioniert hat. Ich gehe einfach wieder unter das Wasser durch. Das ins Wasser, so. Die Rüstung muss auch mal gewaschen werden. So schaut's aus. Was? Achso, das ist seicht. Oh, naja. So viel zu seicht. Ich sehe nichts. Das wird nicht besser mit Licht. Aber das mit Aqua Boy und Aqua Girl ist schon eine geile Geschichte. Also je nachdem, welches Geschlecht man spielt, ne? Ach so? Haben wir gerade was erfüllt? Ganz unabsichtlich. Freund oder Feind? Wer ist da? Niemand! Ach so, niemand. Okay. Oh, doch, da ist jemand. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Warum? Du betrittst ein Privatgrundstück. Ja. Verschwinde. Ich wollte nur... Oder sonst? Kann ich mit irgendwie reinschleichen? Ich wollte nur den Eintrag haben. Das ist ein Privatgrundstück. Scheiße, das sieht mich. Hier vielleicht? Hui, Edeka! Na, nix da. Und da drüben steht der nächste Gradl, oder was? Na? Radio? Ich will nur, dass ich hierher porten darf, ne? Ihr wisst schon. Yeah! Die Irrenanstalt. Ja? Ja, ja, ja. Das ist mein Zuhause. Bitte was?
Das war jetzt nicht ernst gemeint. So, eine Irrenanstalt. Irrenanstalt sind immer unheimlich. Immer. Da kannst du sagen, machen und tun, was du willst. Die sind immer unheimlich. So, ich gehe mal da einfach rundherum. Das müsste dann schon passen. Oder auch nicht. So. Wie gesagt, es geht mir da nur um Orte auf, also darum, um mal Orte aufzudecken. Wenn wir mal dann Quests und so bekommen, na toll, jetzt regnet es. Wenn wir dann mal dazugehörige Quests und so kriegen, brauchen wir uns nur hinporten. Die Geschichte hat sich, ne, brauchst nicht blöd durch die Welt herum, also in der Welt herumlaufen. Durch, in und quer durch die Welt, so. So, irgendwie da lang. Da, Blume! So, la, da, da, bam, ba, da, da. Hüpf. Hüpf, noch eine Blume. Wir hatten schon ewig lange keine Todeskalle mehr. Jetzt geht man da so im Commonwealth eigentlich rum, ne? Und erwartet eigentlich immer öfters so Todeskrallen eigentlich, ne? Aber ist andererseits eh gut, weil ihr die Knochen von der Todeskralle heimzuschleppen, ist doch etwas anstrengend. Wo bin ich denn da? Aha, ja gut, den Ort will ich noch schnell erkunden. Falls möglich. Sehr gut. Das Landhaus an der Küste. Okay. So, und dann müssen wir irgendwie darüber. Was? Hallo, hallo. Aha, die Edda hat es schon wieder geschafft. Sie ist schon dort. Wow. Hallo, hallo. Was? Wo bin ich jetzt reingefallen? Hallo. Ein legendärer Raider. Wo ist denn die jetzt hin? Bratlerin? Ah, da! Servus! Wo schießt denn du hin? Betrunken, ich sag's immer wieder. Jawoll! Alter! Was tut die denn hier? Wo geht die hin? Hallo, bleib mal da! Passt. Bleib mal da, nicht wegrollen. Halt, stopp. Doppelschuss unter Hebelgewehr. Ach so, weiß schon. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Das ist aber auch nicht schlecht. Entschuldigung, zu viel gelootet. Die Rüstung kann sie behalten, selbstverständlich. Das Klumpert brauchen wir nicht. So. Das war's. Die hat hier allein gewohnt. So, das nehmen wir noch mit. Jo. Die hat hier allein gewohnt. So, wir wollen aber... Ich muss wieder hier raus. Und hier rüber. Irgendwie. Hui. Was war da? Aluminiumdose. Oh, das nehmen wir mal mit. Wir müssen irgendwie da rüber. Hui. Boom, bam, chepper. Hier war offensichtlich wieder eine Baustelle. Lauf, 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 lauf. Alter. Wo zum Teufel? Müssen wir denn dahin? Das kann ja nicht mehr stimmen, oder? Doch. Das stimmt. Aha. Das ist ein Wegweiser sozusagen. Ach so, funktioniert das. Okay. Schon geschnallt. Eine beeindruckende Demonstration von Überlebensstrategie. Ja. Bist du geschaut? Hallo! Was? Ich glaube, das war gerade Edda. Na nü? Ah,
Da ist noch einer. Boom. Yes. Da drüben ist irgendwas Grünes. Ah, da ist auch einer. Ein Streuner. Und du bist auch gleich hin. Oder auch nicht. Alter, nichts erwischt. Na nü, wo kommst du her? Da. Jawohl. Geht ja. Und da drüben ist aber ein legendärer, ne? Ein leuchtendes. Ein... Scheiße. Ein Glühwürmchen. Hast du erwischt? Hör auf. Ich will den aber treffen. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Müssen wir rüber. Aber jetzt. Aber na. Alles gut, schau. Ist alles gut. Noch schnell looten. Achso, den kann man so nicht. Achso, dann muss man hinschwimmen. Ah, dann kann er mit dem Buckel runterrutschen. Mit Schwung. Wo bin ich denn jetzt? Hey. Oh. Ich steck da irgendwie. Hui. So, fertig gebadet. So, jetzt muss das hier irgendwo sein. Sind die da in einer Höhle oder was? Oder immer da rundherum? Das könnte auch so rundherum müssen. Boah, die leben aber sehr weit draußen. Haben die keine Angst, dass die mal von so einer Meyerlurk-Königin angegriffen werden könnten oder so? Hui! So. Ah, da vorne ist ein Häuschen. Ein Ahiten. Ja. Ach so, das ist nur so ein... So ein Außendingens. Posten. Ein Außenpfosten. Genau. Ja, der hat schon mal bessere Zeiten gehabt. Ist das überhaupt so ratsam, hier zu fischen? Ich meine, das sind ja auch alles mutierte Viecher. Eigentlich, stelle ich mir mal vor, das kann man noch essen. Das kann man noch essen. Das ist noch gut. Lecker. So. Sind wir jetzt bald mal da? Es ist weiter, kann man mit dem Auto fahren. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte. Du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Was? Hallo. Wer bist du? Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Ich dachte, er wartet mich. Verschwundene Tochter, sarkastisch. Detektiv Valentine. Ich gehe. Verschwundene Tochter, frag mal blöd nach. Du hast etwas von einer verschwundenen Tochter gerufen. Was ist passiert? Ein guter Samariter? Gut, ich habe keine andere Wahl. Wenn du dir alles anhören willst, meine Tochter ist verschwunden. Es fing alles mit diesem verdammten Funkgerät an. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Aber freilich. Geld verlangen? Boah, das ist aber schon fies. Irgendeine Ahnung? Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Boah, echt machen? Boah. Reden wir übers Geld. Nachforschungen zu Vermissten sind nicht billig. Natürlich. Wie hören sich 350 Kronkorken an? Das passt. Mehr Geld? Soll ich echt riskieren? Je weiter sie weg ist, desto höher meine Ausgaben. Wir könnten 400 sagen. Boah, das ist eh schon mehr als genug. Hör auf, nicht mehr. Ich finde sie.
Keine Sorge. Ich bin schon fertig. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Ja. Mr. Nakano. Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Jo, eigentlich schon. Gründe fürs Verschwinden vielleicht? So ist deine Tochter wirklich verschwunden. Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kazumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Vielleicht hat sie sich eingeschlossen gefühlt, zu sehr behütet. Gelangweilt vielleicht auch, genervt. Ja, da könnte es viele Gründe geben, ne? Vielleicht wollte sie einfach nur ein Abenteuer erleben. Funkgerät. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Vielleicht ist sie auch nur verliebt. Kann ja auch sein. Sonst noch was über Kazumi? Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Hm. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ihr Großvater? Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Oh, früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Das Licht blendet ihn. Keine weiteren Fragen. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Und was ist mit dir, Ray? Ist es Nakano? Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Unterschiedlicher Meinung. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Funkgerät, weißt du was drüber? Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kazumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Manchmal? Erstmal nicht mehr. Na doch, Basche. Mehr über Kazumi. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Aber sicher, jedes Detail ist wichtig. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kazumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Na toll. Erstmal nichts mehr, erstmal danke. Nicht mehr. Das Haus noch, ne? Ihr Zimmer. Ich tue mal die Waffe weg, die ist so unpersönlich. Ist das das Elternschlafzimmer, ne, wahrscheinlich? Das wird ihres sein, nehme ich mal stark an. Schraubenzieher, Kaffeetasse, ja, wie es sich gehört, ne? Findet Hüftlergruppe, meine Spielzeuge, Klemmbrett. Aber irgendwas Verdächtiges? Was ist das? Kazumis Projekträume.
Aha. Vielleicht. Warte, ich stehe wieder auf. Oh, so. Vielleicht ist das ein Holoband. Kasumi. Kasumis Projekträume. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Das hört sich schon fast nach dem Institut an. Irgendwie ein bisschen. Oi, oi, oi. Da haben wir ein schönes Bad. So liebevoll wie möglich eingerichtet. So, ja. Oi, Edeka. Wumms. Tada. Gut, wo jetzt lang? Einfach suche das Bootshaus. Okay. Dann gehen wir einfach weiter, ne? Hoi, Edeka. Hoi, Edeka. Ist das ein Rasenmäher? Den braucht man hier wohl eher nicht mehr. Boah, alles voll Gerätschaften, ne? Lauter Kabelwerk. Opas Notiz. Meine liebe Kasumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Alles Liebe, Großvater. Ich sperre den jetzt auf, das ist mir wurscht, da brauchen wir keinen Schlüssel. Na na, das geht so auch. Irgendwie. So ja. Ja, wie lohnt sich dieser ganze Aufwand auch? Kasumis letztes Holoband. Und zweimal Klebeband. Das schauen wir uns auch an, oder hören wir uns an, besser gesagt. Letztes Holoband. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl, als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen, mich mit diesen Zins treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Großartig. Segel. Wo kriegen wir jetzt ein Segelboot her? Naja, jedenfalls werden wir mal den Eltern Bericht erstatten, glaube ich. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so unklug. Horuk. So. Meine lieben Herrschaften. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Ja, stell dir mal vor. Ist Kasumi menschlich? Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Gruppe Synth, Fahrhaber. Noch auf der Suche. Na, Gruppe Synth. Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine.
Bist du sicher? Synth sind trotzdem Leute. Vielleicht ist sie verwirrt. Sie wurde ersetzt. Bist du sicher? Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasumi gegangen ist? Schon mal nach Norden gereist? Ich glaube, Kasumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Fahrhaber. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Fahrhaber. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte, das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden, bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Okay. Was ist da draußen? Sarkastisch. Ich nehm's auf keinen Fall. Nein, was ist da draußen? Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Fahrhaber, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Mhm. Radioaktiv wahrscheinlich. Ich nehm's. Vielen Dank. Ich geh der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Und hier die Belohnung, die wir vereinbart hatten. Du bekommst noch etwas, wenn Kasumi sicher zurück ist. Boah, danke. Das sind sicher ihre gesamten Ersparnisse. Reise nach Fahrhaber. Bobör. Berichte der Bruderschaft von der Synth-Zuflucht. Berichte. Ui. Das mit den Berichten ist ein bisschen doof, ne? Das werden wir gut speichern. Weil, wenn man das jetzt der Bruderschaft mitteilt, dann werden die sie kaputt hauen. Ja? Wenn wir das den Sympathisanten mitteilen, werden sie sie stärker machen. Es wäre von Vorteil, sich mal das Ganze anzuschauen. Ganz ehrlich gesagt, um selber zu beurteilen, ob es wirklich anständige Synth sind. Beziehungsweise, wenn wir dann schon betzen, würde ich dann schon sagen, das hätte ich auch machen können, ich der Rekrutierungscenter, hätte ich gleich dort machen können, hätte ich noch eine Quest geschafft, ich bin so doof. Ich würde fast der Railroad, ehrlich gesagt, Bescheid geben. Zwecks Synth zur Flucht, aber das ist eine sonstige Geschichte, das heißt nichts Optionales. Das heißt, wir können mal rauffahren nach Fahrhaber und und uns eigentlich das mal anschauen. Mei, das ist so liebevoll hier gemacht, ne? Mit einem Zaun rundherum, dass kein Arsch hier rein kann. Das ist echt nicht schlecht. So, wo ist jetzt das Schiffelein? Da drüben. Da ist unser Schiffelein. Hui, hui, hui. Das werden wir aber, glaube ich, erst dann im nächsten Part angehen. Weil der jetzige ist eh schon so gut wie vorbei. Und, wer bist denn du? Ja, du bist eine hübsche Katze. Ja, hallo. Lass dich mal streicheln. Na, das gefällt dir, ha? Ja, du bist ja brav. Und Ada fährt gleich mal drüber. Jawohl. Ada ist so dir lieb, es ist ein Wahnsinn. Ah, Ada, das ist gemein. Was ist denn das? Okay, keine Ahnung. Na gut, ich würde sagen, wir belassen es heute mal dabei. Das Wasser ist so schön. So schön klar. Man könnte, wenn man so das Wasser sieht, könnte man fast gar nicht glauben, dass eigentlich Weltuntergang schon mal war, ne? Krass. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.